Ja, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Patchwork Modellbau. Ich grüße euch, schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt zur nächsten Videofolge hier auf diesem Kanal. Aber nicht zu einer Baufolge. Nein, heute wird nichts gebaut, sondern es geht um was anderes. Was aber auf jeden Fall was Besonderes ist und ich dementsprechend auch gesondert, ja, sagen möchte bzw. veranstalten möchte. Denn, liebe Freunde, erst vor wenigen Tagen ist es passiert, 5.000 Abonnenten hat dieser Kanal erreicht. Und das ist ja Wahnsinn. Gerade was sich in den letzten Monaten oder gerade in den letzten Wochen, muss man auch schon sagen, abgespielt hat auf diesem Kanal, ist mega. Ja, auch dem geschuldet, dass neue Projekte gestartet sind, U96, Baureihe 01. Die sind eingeschlagen bei euch wie eine Bombe. Und dafür, ja, ein megamäßiges Dankeschön an jeden einzelnen von euch, der diesen Kanal, ja, dadurch durch Klicks oder durch das Abo oder wie auch immer unterstützt. Ihr seid einfach mega. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch, der das überhaupt möglich gemacht hat. Denn ja, es ist so, ohne euch läuft dieser Kanal nicht. Das ist ganz klar. Ich kann, oder sowohl ich als auch Tobi, wir können da 1000 Videos raushauen. Und wenn die keine Sau interessieren oder keiner guckt, dann macht es halt auch keinen Sinn. Ne? Aber wir sehen ja, das entsprechende Echo kommt von euch zurück und die Zahlen sprechen für sich, also deswegen megamäßiges Dankeschön. Und ja, im Zuge dessen wollen wir ein kleines Special veranstalten zu den 5000er Abos, die wir erreicht haben. Mittlerweile schon 5200, über 5200, aber egal. Die 5000er wollen auf jeden Fall noch zelebriert werden. Und ja, wer den letzten Bastelabend gesehen hat, zum Zeitpunkt der Aufnahme war es ja erst gestern, der weiß schon, worum es geht, beziehungsweise wer es in den letzten Tagen verfolgt hat. Wir möchten mit euch interagieren und zwar könnt ihr oder wir zusammen, aber hauptsächlich ihr, wählt das Partwork des Jahres 2023. Ein kleiner Wettstreit unter verschiedensten Projekten, die hier auf diesem Kanal liefen. Ja, nicht alle, ich weiß, es sind ein paar unterschlagen worden, aber der Vollständigkeit halber oder der besseren Planbarkeit halber haben wir uns für insgesamt 16 Partworks entschieden, die dabei sind und sich quasi euch zur Wahl stellen. Und ja, in diesem Video, wie auch schon angekündigt, möchte ich das nochmal kurz erklären, wie das Ganze läuft und was da so, wie das Ganze jetzt abläuft. Wie gesagt, ein Wettstreit soll es werden quasi zwischen 16 Partworks, die irgendwie im letzten Jahr bis einschließlich jetzt hier Thema waren. Darum soll es gehen. Und ja, nur ihr da draußen entscheidet, wer am Ende das Rennen machen wird. Und zwar blende ich an dieser Stelle einfach mal die Tabelle ein, die wir gestern im Livestream Bastelabend vervollständigt haben. Da seht ihr diesen schicken Turnierbaum an dieser Stelle. Und ja, sowohl links als auch rechts, einmal natürlich rot, einmal blau, passend zu unseren Farben, Patrick und Tobi, haben sich hier die Modelle verteilt, durch Zufall ausgelost. Und zwar haben wir hier die Paarungen. Und aufgrund diesen Umstandes bzw. Beziehung aufgrund dieser, ja, Ausgangssituation geht das Ganze jetzt los. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, in diesem Video und in den Kommentaren unten drunter zu wählen. Und beziehungsweise was zu wählen heißt es nicht, zu tippen. Wer von diesen 16 Partworks wird am Ende das Rennen machen? Wer wird als Sieger hervorgehen? Beziehungsweise, das ist der Tipp Nummer 1. Und der Tipp Nummer 2 ist, wer steht am Ende in der Mitte, sowohl auf der blauen als auch auf der roten Seite und kämpft halt im Finale gegeneinander. Also, die Aufgabe, wenn ihr mitmachen möchtet an diesem Event, heißt für euch zwei Tipps abgeben. Einmal, wer steht im Finale in der Mitte und einmal, wer macht dann noch das Rennen und gewinnt am Ende. Ihr seht die Konstellationen links und rechts und könnt euch jetzt schon ein bisschen, ja, vielleicht vorstellen, wer könnte in den einzelnen Duellen gegeneinander gewinnen. Wir haben nämlich ganz oben, es geht nämlich los mit der Andromeda gegen den Ecto One. Das wird schon mal interessant. Die Eleanor gegen die Enterprise. Dann geht es weiter mit der Hygge und gegen die Titanic. Und Kit gegen den Bugatti in der blauen Spalte. Auf der roten Seite haben wir den Käfer gegen den Jura. Ich glaube, das wird sehr interessant. Das Puppenhaus gegen das frische U96. Der Rootmaster gegen die BR01 und die Akagi gegen den roten Baron. Ja, anhand dieser Konstellation könnt ihr euch vielleicht schon denken, wer hier in den jeweiligen Duellen gegeneinander gewinnen wird und am Ende in der Mitte stehen wird. Aber das Lustige daran ist, wer am Ende in den jeweiligen Duellen das Rennen macht, das entscheidet nicht automatisch, ausschließlich ihr da draußen. Ihr habt jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit, unter diesem Video die Kommentarspalte voll zu machen und euren Tipp abzugeben, wer gewinnt bzw. wer ist im Finale. Das sind gültige Tipps. Nur die gültigen Tipps unter diesem Video zählen und machen an dem Event
mit, das sei gesagt. Das Ganze läuft eine Woche von heute, dem 29. Januar an, 2023, bis einschließlich kurz vor dem Livestream, nächsten Sonntag am 5.2. Da werden wir, ich denke mal im Laufe des Nachmittags, späten Nachmittags, dann einen neuen Livestream machen, wo wir quasi dieses Turnier veranstalten werden. Und dann wird es so laufen, dass wir im Chat jeweils Umfragen starten und ihr dann selber die jeweiligen Duelle quasi entscheidet, wer am Ende gewinnt. Also, ihr könnt Tipps abgeben, aber wenn ihr meint, dass ein Modell XY, was ihr geil findet, soll am Ende auch gewinnen, dann müsst ihr auch dafür abstimmen und hoffen, dass möglichst viele auch dafür stimmen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Sollte das Ganze jetzt vielleicht nicht ganz so klar geworden sein, macht nichts. Ihr habt die Möglichkeit, entweder das Ganze im Text nochmal kurz nachzulesen, beziehungsweise Videobeschreibung nochmal nachzulesen. Ansonsten könnt ihr einfach auch dieses kleine Gefährt nehmen. Das kann durch die Zeit reisen. Hallo, Hilfe! Das kann durch die Zeit reisen, dann spult ihr das Ganze noch ein bisschen zurück, dann erkläre ich es euch gerne nochmal und dann ist es vielleicht schon ein bisschen eindeutiger. Ich hoffe, es ist so. Also, wie gesagt, in diesem Video gebt ihr euren Tipp ab, wer macht am Ende das Rennen, beziehungsweise wer ist im Finale, also zwei Tipps. Diese gültigen Tipps, die, wenn die gültig sind, die zählen dann und dann geht es am nächsten Sonntag, den 5.2. darum, dass, ausgelost wird, beziehungsweise entschieden wird, das Turnier veranstaltet wird und anhand eurer Stimmen in dem Livestream wird dann der Turnierbaum Stück für Stück fortgeführt bis zum Schluss. Gibt es auch was zu gewinnen? Das ist eine große Frage. Ja, es gibt was. Es ist hauptsächlich was Symbolisches, was wir euch geben möchten. Und zwar haben wir aus unserem Shop, wo ihr auch gerne normal einkaufen könnt, wenn ihr möchtet, dieses T-Shirt kreiert. Einmal mit unserem Infinity-Logo, Partwerk Modellbau und der Modellbau Tobi. An den Ärmeln seht ihr schon hier einmal mein Logo und auf der anderen Seite ist Tobis Logo mit drauf. Beziehungsweise auf der Rückseite haben wir uns die 5000er Edition einmal drauf drucken lassen. Aber nicht nur das, ihr habt die Möglichkeit, nicht nur das zu bekommen, sondern wir werden das Ganze auch noch signieren. Das heißt, ich werde das signieren und dann zu Tobi rüberleiten und er schickt es dann an den Gewinner. Das Ganze wird dann so passieren, je nachdem, wer am meisten oder am ehesten am richtigen Ergebnis dran war oder wenn es sogar genau getroffen wurde, umso besser. Beziehungsweise, wenn es mehrere Gewinner gibt, wird ausgelost einfach. Da aber auf jeden Fall einer wird dann das Ganze gewinnen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Ganze ausgeht. Es hängt letzten Endes auch von euch ab, wie das ganze Event abläuft. Denn je mehr Tipps abgegeben werden und je mehr Interaktionen im Livestream nächste Woche stattfinden, desto besser. Und davon lebt dieses Projekt beziehungsweise dieses Event. Es ist einfach eine spontane Idee, euch mit ein bisschen mehr einzubinden. Es ist einfach nur ein Spaß-Event. Also es hat jetzt nichts Großartiges zu bedeuten. Und das Partwork des Jahres hat auch jetzt irgendwie keinen Sonderstatus hier auf dem Kanal, sondern ist einfach mal aus Fun. Und ich bin gespannt, wie ihr entscheidet, wer euer Partwork des Jahres werden wird nächsten Sonntag und wer am Ende gut genug getippt hat und dann am Ende dieses T-Shirt abräumen wird. Und vielleicht ist der ein oder andere allgemeine Preis noch mit dabei für alle, die einen gültigen Tipp abgegeben haben. Wer weiß, da überlegen wir uns noch was. Aber bleibt auf jeden Fall dabei, das auf jeden Fall. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr dann nächsten Sonntag beim Livestream mit reinschaltet, wo wir dann das Partwork des Jahres auch küren werden. Jetzt habt ihr aber erstmal eine Woche Zeit, eure Tipps abzugeben. Die Tabelle seht ihr ja lang genug in dem Video. Die könnt ihr euch dann abfotografieren, ausdrucken, wie auch immer. Und dann mutmaßen, wer hier wohl in dieser Konstellation von den Modellen das am Ende das Rennen machen wird. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt natürlich. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Event findet. Aber gerne auch natürlich die Tipps dann abgeben. Das wäre super. Ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion. Gut, das war's für dieses Video. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne auch hier Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abo dürft ihr auch gerne hinterlassen. Und bis zum nächsten Video. Wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Video oder auch zum nächsten Livestream beziehungsweise hier der Auslosung dieses Partwork des Jahres-Events. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.